Das ist ein sehr eigenartiges Spiel. Ihr wart die ganze Zeit am Drücker. Der Ball wollte und wollte und wollte nicht ins Tor. Und dann mit der letzten Aktion. Ja, ist nicht einfach, weil diese waren sehr tiefstehend. Wir haben es probiert und probiert und probiert. Und wir mussten einfach Geduld bewahren. Das haben wir gemacht und das 1-0 erzielt. Wie war es am Feld für euch heute? Ja, war nicht einfach, aber wir haben uns trotzdem gut gefühlt. Wir waren eigentlich schon spitzig, giftig, wir sind draufgegangen. Klar kann man nicht jeden Konter verhindern, aber trotzdem finde ich, dass wir es seriös angegangen sind. War es das Spiel so, wie ihr euch das erwartet habt, so wie ihr den Gegner erwartet habt? So, der Trainer hat gestern gesagt, es war nicht viel Möglichkeit, ihn zu beobachten und zu analysieren. Ja, ich denke schon, weil die Spieler, die wir gesehen haben, haben wir gewusst, dass es ein tiefstehender Gegner ist. Die hinten reinstehen, die versuchen auf Konter und so war es eigentlich heute. Was war es dann am Ende? Das Schienbein, das Knie, der Oberschenkel? Nein, das Knie. Das habe ich bewusst gemacht. Hauptsache Trainer. Ja, genau so ist es. Ja, jetzt geht ihr mit einem 1-0 ins Rückspiel. Die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Ja, was bedeutet das jetzt für euch? Ja, wir müssen einfach Gas geben, genau gleich. Wir müssen von Anfang an spielen, wir müssen auf den Sieg gehen, 100%.